So, tja, wieder einmal fängt man ganz unten an. Auf die Straße gehen. Delia und Herzog Luca Abela haben den Tower erobert. In Dunwall ist es für dich nicht mehr sicher. Flieh aus der Stadt, indem du dich mit einem Schiffskapitän im Hafen triffst. Bis ich alles verstanden habe, muss ich mich verstecken. Ich muss ins Hafengebiet kommen. Hier ist nicht mehr viel drin. Tower von Dunwall. Toilette schließen. Die war ja schön zu, ja. Spähen. Niemand zu sehen. Ich muss schleunigst raus aus Dunwall. Okay, geht's ab über die uns bekannten Dächer. Was kann ich nur tun, um Vater zu helfen? Wer muss ich selbst werden? Was ist das? Wahrscheinlich wirst du eine schwarze Seele danach haben. Indem du dich aus ihrer Falle lässt. Vollständiges Tutorial lesen. Drück kurz Verlandung links, um einen Fallangriff auszuführen oder Steuerung, um einen Gegner zu überwältigen und Wurst auszuschlagen. Okay. Pong. Ach du Scheiße. Du bist deine Uniform nicht wert. Plündern. Was wird hier bewacht? Nichts. Nichts, nichts. Dunkles Brot. Was ist mein Brot? Ich muss ein Schiff finden. Hier wimmelt es von Männern des Herzogs. Hört mal her, schlechte Nachricht. Ramsay ist weg. Corporal Moore hat den Tower durchsucht und Emily Caldwin ist offenbar geflohen. Wir müssen sie finden. Das war's, das ist der Befehl. Schwärmt aus und findet das Ziel. Wir stehen zum Herzog von Zerkonos, so oder so. Es gibt keinen Weg zurück. Jetzt schwärmen sie aus. Boah, ist aber hoch, ey. Komm ich da niemals runter? Da kann ich drauf. Emily Caldwin wird wegen schwerer Verbrechen gegen den Staat angeklagt. Jeder, der ihr Schutz gewährt, macht sich ebenso des Verrats schuldig. Keine weitere Pistolenmunition. Mich auf die Arbeit. Wohl doch nicht. Den Kuss vergessen. Dieser Kuss. So, gehen wir da weg. Seltsame Zeiten. Harte Zeiten. Muss wachsam sein. Was war denn das für ein Alarm? Auf Mama hören. Hältst du dich wohl für schlau? Alter. Wart nur!
Wie bitte? Was? Wurde er erstickt? Klar, wer weiß, wie er mit dem Boss reden muss. Er ist nur bewusstlos. Ich sehe doch keine Gespenster. Boah. Wieder abgelassen von mir. Ich frag mich, wer das war. Jetzt da hinten ist noch ein zweiter. Macht das Ganze natürlich ein bisschen komplizierter. Muss ich hier doch nochmal den vielleicht erst wegmachen. Bin mir fast sicher, dass hier was war. Nächstes Mal. Da drüben sucht wohl jemand dringend Ärger. Na hoch. Also, mal sehen. Was war es? Ich dachte, ich hätte genau... Ach, endlich. Glück. Achtung, Bürger von Dunwall. Achtung, Bürger von Dunwall. Von heute an ist Delilah Caldwin neue Kaiserin. Preise Delilah, erste ihres Namens. Ferner wird die alte Kaiserin Emily Caldwin wegen Verrats gesucht. Alle, die Emily Caldwin Unterschlupf gewähren, werden verhaftet. Menschen von Dunwall, bleibt zu Hause. Es wird davon abgeraten, die Straßen zu betreten. Verfluchtes Weib! Ja, da liege ich da. Was hat er jetzt davon? Bürger von Dunwall, hört mich an. Leiten Sie uns zum Wohl Ihrer Familien alle Hinweise zu den Mördern und Verrätern Emily Caldwin und Corvo Artano weiter. Mann. Kommt er jetzt? Ja, er kommt. Aber dann auch doch nicht. Wohl doch nichts. Steht auch einer. Tja, ich muss hier schon hoch, ne? Mal schnell drüber huschen. Ungemein attraktiv gemacht. Ich sollte Leibwächter anstellen. Ich fühle mich nicht mehr sicher. Diese Impertinenz. Niemand hat mir zu widersprechen. Nicht, wenn sie bezahlt werden wollen. Wir kennen uns noch. Seltsam, sich so zu kleiden, aber das Gesicht zu verbergen. Hey, wer ist? Ich will nicht sterben. Nein, nein. Nein! Der will einen Alarm machen. Wollte er gar nicht, oder was? Was wollte er denn hier? Er hatte nur Angst. Naja. Das konnte ich ja vorher nicht wissen. Die Straße ist auf Befehl der Wache gesperrt. Ich muss hier verschwinden. Ich rede mal mit dem Kapitän dort. Nicht mein Problem, Bürgerin. Sie sollten besser nach Hause gehen. Ich muss hier durch zu meinem Laden. Der Monat ist sonst ruiniert. Glauben Sie mir, Sie wollen nicht auf den Straßen sein. Weitergehen.
Gunst der Stunde genutzt. Menschen von Dunwall! Einem Flüchtigen zu helfen, wird nun mit dem Tod bestraft. Helft der Stadtwache in dieser Übergangszeit! Du träumst jetzt mal was Schönes. Bin sicher, Herr Wagner. Hm? Hallo. Verdammt! Nein! Verdammt! Du gehst nirgendwo hin! Rache! Diesmal krieg ich dich! Ja, das Kämpfen ist schon mal sehr viel schöner, glaube ich, als in Teil 1. Ich helfe dir beim Suchen. Verdammt, was ist hier los? Ups. War das? Verflucht! Hast du das gehört? Dafür bezahlen sie! Ach. Aua. Scheiße. Zu schnell gewesen. Pass bloß auf, klar, Jungs? Nichts. Schon was gefunden? Nichts hier. Schämen Sie mir jetzt so. Du bleibst mal auf der Strecke. Und der zweite dahin. Was? Mit dir. Du hast auch keine Lust mehr, ne? So, jetzt habe ich ja alle erledigt. Jetzt kann ich auch zu meinem Boot gehen. Ein paar Münzen mit. Was ist hier noch? Granate. Viel zur Hafenräumung. Corporal Blevins, ich verbitte mir weitere Fragen. Schicken Sie alle Schiffe aus dem Hafen. Sagen Sie, es sei anlässlich des Todestags unserer geliebten Kaiserin Jessamine. Oder drohen Sie mit Beschlagnahmung. Ist mir gleich. Räumen Sie einfach den Hafen. Und laut der Morgenpatrouille war dort eine Frau, die sich geweigert haben soll zu gehen. Die Kapitänin der Terrible Whale oder Dreadful Whale oder irgendwas in der Art. Sie hat eine Audienz mit dem kaiserlichen Schutzherrn gefordert. Wenn Sie sie sehen, dann verhaften Sie sie. Soweit Ihre Befehle, Blevins. Und glauben Sie mir, Sie wollen jetzt keinen Ärger machen. Hauptmann Mortimer Ramsay, Erster Offizier, Nachtwache. Hauptmann Ramsay war wirklich fleißig, aber ich brauche ein Schiff. Ich finde schon noch mein Schiff. Eieiei, da steht ja noch einer. Hier liegen auch ganz schön viele noch. So, der ist kein Problem. Da auf das Schiff soll ich... Ich darüber schwimmen? Muss ich wohl, ne? Aber vorher gehe ich hier noch ans Ende des Piers. Schau mir die zwei mal an. Hallo. Und tschüss.
besteht die Chance, dass ich an den... Lady, Sie sollten mir wirklich zuhören. Okay. Lady Emily, Sie werden nicht weit kommen. Ihr Gesicht ist auf allen Münzen. Es ist ein Staatsstreich im Gange und man hält mich für den Kronmeuchler. Es ist mir egal, wie ich aussehe. Ich bin Megan Foster. Ich arbeite für einen alten Freund. Anton Sokolov. Ich bringe schlimme Kunde aus dem Süden und... Sieht auch schon ein bisschen mitgenommen aus. Eine Warnung. Ich kenne Anton, aber Corvo ist weg. Der Herzog von Zerkonos ist hier und eine gewisse Delilah. Sie haben alle im Thronsaal getötet. Dann hat sie etwas Seltsames gemacht. Ich konnte nur noch fliehen. Manchmal spielt das Leben so. Das ist mein Schiff, die Dreadful Whale. Los geht's, sobald sie bereit sind. Ich muss nach Karnaka, wo die Meuchelmorde begonnen haben. Delilah war sicher eine Zeit lang dort und ich will herausfinden, was da los ist. Sie sind Corvos Tochter. Das sehe ich. Fahren wir? Wir fahren. Ja, bin bereit. Es muss ja vorwärts gehen. Da ist die Mission zu Ende. Und was haben wir? Ein langer Tag in Dunwall. Mission 1 abgeschlossen. Barmherzig niemanden getötet. Nein. Schleichen. Leichen entdeckt. 9. Entdeckung 8. Geisterhaft nie entdeckt. Niemanden getötet. Ich bin im Moment eher tödlich. Und mehr auf Angriff. Aha. Gesamter Chaosfaktor hoch. Wie immer. Was ist das? Münzen. Oh, da habe ich aber wenig. Gemälde. Was ist das? So. Gold aus den Notreserven des Schutzes aus dem Dunwall geplant. Der Schatz. Den Goldschatz sowie Nahrung war es für einen Monat. Fortsetzen. Oh. Ein eigenartiger Besuch. Irgendetwas stimmt nicht. Finde heraus, was los ist. Ach. Sound muted. Sound resumed. Irgendwas stimmt nicht so. Ich wache auf. Bin auf dem Schiff. Bin ich noch auf Megans Schiff? Seltsam. Bin ich nicht? Das muss sie doch wissen. Ist blockiert. Ich habe kein Spiegelbild. Okay, Panik bricht aus. Was ist das hier? Wo bin ich? Okay. Ich fühle, wie sich etwas nähert. Beobachte. Kaiserin Emily Cordwyn. Ich bin ein Freund deines Vaters aus der schlechten alten Zeit. Hätte nie gedacht, dich zu treffen. Ich sah den Tod deiner Mutter durch Intriganten, die nach deinem kleinen Reich gierten. Gerettet vom maskierten Mörder. Ich dachte, das wäre das Ende des Dramas. Aber Delilah und der Herzog sind lästige Fliegen, nicht wahr? Wie viele deiner Untertanen bist du gewillt zu töten? Und wer bist du bereit zu werden? Vor 15 Jahren habe ich Corvo das gefragt. Dieser Moment hat ihn verändert. Jetzt bist du dran, Emily. Modus, keine Kräfte. Es brennt. Tief in mir. Es ist, als stünde ich am Rande von etwas. Die Kraft nehmen wir natürlich mit. Alle Geschichten. Sie sind wahr. Nicht schnell nach vorne zu ziehen. Unglaublich. So werde ich Vater retten und meinen Thron zurückerobern. Das war aber weit.
was machen? Blutgemälde. Corvo war schon mal hier. Ich kenne dich. Erinnerst du dich? Es ist lange her und vieles geschehen. Aber auch dem Echo meiner selbst tut es gut, dass du hier bist. Mutter, du bist hier. Und doch nicht. In meiner Hand. Doch woanders. Nur ein Relikt meiner Essenz, die noch bei dir weilt. Wie sehr ich mich danach sehne, dich in meinen Armen nehmen zu können. Doch höre mein Angebot. Geschenk und Fluch zugleich. Rufe mich zu deiner Hand und ich werde dich führen. Rufe mich zu deiner Hand. Ich spiele mit dem Herzen und Knochenartefakt auf. Okay, und wie komme ich da hin? Einfach weiterlaufen. Eine Rune. Eine Rune. Was ist hier für eine Party? Wer ist die Delilah wirklich? Wie konnte sie... Ich versteh's nicht. Naja, sie wird ähnliche Kräfte haben wie ich. Outsider-Schrein. Delilah tötete einen Mann für ein paar Schuhe und malte einige der herrlichsten Bilder dieser Zeit im selben Jahr. Ehrgeiz und Überleben, Kunst und Magie. Mit einer Raffinesse, die alle um sie zu Kriechern macht. Das Ende hast du ja am Dunwall Tower selbst erlebt. Delilah spielt ein langes Spiel und ist jetzt Kaiserin. Aber ich verrate dir was. Sie hat etwas wesentlich Größeres im Blick. Triff dich mit Meng Foster und besprich dein Vorgehen. Fahr danach mit dem Balbo nach Karnaka. Als ich 10 Jahre alt war, habe ich mich im Unterricht gelangweilt und von Schwertkämpfen und der Seefahrt geträumt. Jetzt erkenne ich, dass die Welt noch seltsamer ist, als ich gedacht hätte. Alles scheint auf dem Kopf zu stehen. Aber ich werde weiter kämpfen, bis alles wieder Sinn ergibt. Karnaka ist der südlichste Hafen im Reich. Einstmals stolz, doch jetzt im Chaos versunken. Unter dem neuen Herzog wurde die Serkonische Garde immer brutaler. Prügel, Erschießungskommandos. Die Blutfliegen sollen schlimmer denn je sein. Das ist die Heimat meines Vaters. Megan Foster bleibt für sich, als ob sie was verbergen will. Aber sie hat mir aus Dunwall herausgeholfen und ich brauche ein Versteck. Delilah und der Herzog stellen mich als Mörderin hin und lassen meine politischen Feinde vom Kronmeuchler töten. Sie haben mir alles genommen und ich hole es mir zurück. Und wenn ich die Stadt niederbrennen muss. Oh, sie ist also bereit, alles zu opfern. Das finde ich gut. Finde die Rune. Triff dich mit einem Megafoster. Reiseprotokoll. Was ist das denn? Nichts, diesmal war es kein Traum, ja, da schreibt sie. Wissen und Karten. Wissen? Knochenartefakte. Kräfte. Oh. Mesmerisieren.
Das ist ja verrückt. Gibt es ja richtig viel. Du kannst Objekte weiterwerfen, wenn du hast. Baut Adrenalin im Kampf auf. Knochenartefakte, stelle deine eigene Knochenartefakte her. Schattentod, verwandle nichts an der Gegner bei ihrem Tod zur Asche. Das ist wie immer gut. Diese Verbesserungen lösen sich im Kampf gegen den Eiweiß und fliegen auf die Gegner, den ihr angreift. Im Kampf oder nichts an, da alle Gegner nach ihrem Tod zur Asche zerfallen, bleiben keine Leichen zurück. Was war denn das? Alles ist in einem Sepia-Ton. GeForce Game Ready 3 war es jetzt verfügbar. Ja, das ist nett, dass sie das mit im Spiel updaten wollen. Schattengang. Nehmen für kurze Zeit einen schlecht sichtbaren Geschalt an. Verbinde menschliche Ziele, damit sie ein Schicksal teilen. Sie im Dunkeln besser. Sie Lebewesen durch die Wände. Das ist doch. Wäre ein Schatten von dir, der Gegner anlockt. Schwer ein Geist, der Menschen oder Hunde betört. Also Nachtsicht ist, glaube ich, schon mal richtig wichtig. Ne? Vitalität. Tun wir hier Adrenalinstoß für besser Blutdruck. Also, erstmal das hier kommen. Kraftverbesserung. Nachtsicht. Kann ich das jetzt hier irgendwie auswählen? Mittel. Es ist kein Palast, aber mehr Münzen konnte ich nicht zusammenkratzen. Ernte und ich mussten mit wenig Geld auskommen. Das gilt nun auch für sie. Wenn es nicht unter ihrer Würde ist, sollten sie alle Wertsachen einsammeln, die sie finden. Wir brauchen Munition und Ressourcen, um die Drahtzieher des Staatsstreichs zum Fall zu bringen. In der ganzen Stadt sind Schwarzmarktläden versteckt. Suchen sie nach einem Symbol, das zwei Hände darstellt. Das bedeutet, dass ein Laden in der Nähe ist. Das Zeichen werden sie leiten. Natürlich ist es verboten, dort einzukaufen, aber sie verbessern damit unsere Chancen gegen die Truppen des Herzogs. Sokolov hat ihnen an dieser Armbrust gearbeitet. Ein Geschenk für sie. Und wenn sie modifizieren wollen, können die Läden auch dabei helfen. Oh yeah. Schick. Wartungsarbeiten, alles reparieren, was in Antons Kabine bei seiner Entführung zu Bruch gegangen ist, ist nun Wochen her. Nein, streich das, erst wenn ich ihn zurückgeholt habe. Als Glaubensbeweis, dass er zurückkommt. Tür zum Lager freiräumen, scheint fast umgekippt zu sein und ich sollte das Zeug da drin mal verkaufen, um an Geld zu kommen. Hafen steuern und in die andere Richtung schauen, Gebühr der verdammten Garde zahlen, bevor sie mehr über meinen Passagier wissen wollen. Mache ich, wenn ich das Geld habe. Bord. Ratten. Ein Rückblick, Teil 4. Das brauchen wir jetzt bestimmt nicht. Luke öffnen. Vorsicht. Schiffchen. Instrumente.
Buchführung, Ausgang und 32 Münzen. Lieder? Ach, das ist der Monat oder was? Haben wir Fleisch gekriegt? So viele Ausgaben. Auf geht's nach Bikini Bottom. Okay, dann nicht. Generiert sich eigentlich mein Mana? Südens, Vaters Geburtsort. Ein hoher Berg.